Wir wollen heute den Garrett G25 Turbolader vorstellen. Das ist das absolute Highlight von Garrett, das Neueste vom Neuesten. Der Karton sieht schon phänomenal, grandios aus, so ein bisschen auf Future und neu. Entscheidend ist der Lader, der soll ganz besonders sein. Warum der so besonders sein soll, werden wir gleich mal uns angucken. Ich sag nur unglaubliche Werte und unglaubliche Zahlen. Wir gucken mal ins Detail. Wir packen mal das gute Stück aus. Tada! Tola! Was soll anders sein? Also anders ist eine ganze Menge. Wir werden mal so ein bisschen darauf eingehen. Wir sind ja eigentlich so die Bob Warner-Verfechter, weil wir sind Bob Warner-Distributor, klar. Verkaufen natürlich auch Garrett Turbolader. Müssen uns dem, ich sag mal, wollen uns dem natürlich auch annehmen. Das hier soll die Antwort von Garrett auf die Bob Warner EFR-Lader sein. Sie haben einige Features erweitert gegenüber der GTX-Lader. Wenn man das im Hause Garrett vergleicht, muss man jetzt ganz klar sagen, okay, ich vergleiche einmal GTX mit G25 und gucke mir an, wo die Unterschiede dazu sind. Ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen von außen an. Wir haben die Rumpfgruppe an sich geändert. Das heißt, die Rumpfgruppe besitzt jetzt, wie auch die EFR-Lader auch, zwei Wasseranschlüsse auf jeder Seite. Das heißt, ich kann hier entscheiden, habe ich den Wasseranschluss oben oder unten. Das gibt mir ein bisschen mehr Flexibilität beim Einbau. Wir haben eine V-Bahn-Schelle zur Verbindung zum Abgasgehäuse. Ja, sicherlich einfacher zu lösen als die ganzen Verschraubungen, die man sonst immer so hatte. Die waren etwas komplizierter in manchen Einbausituationen. Ölzulauf hat einen eingebauten Restriktor diesmal. Das heißt, man braucht jetzt da nichts extra kaufen. Ölrücklauf ist das gleiche wie bei GTR, GTX schon immer gewesen. Der Lader kommt per se erstmal mit V-Band-Anschluss. Es gibt auch eine T25-Version mit internem Wastegate, aber das ist jetzt so ein bisschen noch nicht ganz raus, weil aktuell sind die Lader eigentlich noch nicht offiziell lieferbar. Wir haben V-Band auslassseitig, klar, und wir haben ein Gehäuse, welches aus einem Nickelguss besteht. Hier erstaunlicherweise kein Edelstahlguss. Ich hätte persönlich gedacht, Garrett antwortet hier auf Bob Warner mit auch einem Edelstahlgehäuse. Haben wir nicht. Vorbereitung für den Drehzahlsensor ist hier. Das Schöne im Gegensatz zu einem Bob Warner EFR-Lader ist dieser Verschluss. Man kann sozusagen den Drehzahlsensor fahren, man kann ihn danach dann aber, wenn man die Abstimmung gemacht hat, ausbauen, kann diese Kappe reinsetzen, muss den nicht dauerhaft drin haben, sondern nur für die Abstimmungsfahrten. Muss ich dazu sagen, werden wir dann für den Bob Warner EFR mal demnächst als Zubehör mit anbieten. Ansonsten ist entscheidend, und das ist eigentlich so das Ding, wo ich jetzt sage, ich würde glatt mal den Lader zerlegen. Doch, wir bauen ihn mal auseinander. Ganz entscheidend ist nämlich hier, Verdichterrad ist komplett anders. Der High-Flow-Kanal ist deutlich dünner als beim GTX. Und auf der Abgasseite haben wir ein extrem kleines Abgasrad mit sehr weit auseinanderstehenden Schaufeln. Aber das gucken wir uns im Detail an, indem ich den jetzt einfach mal kurz mal zerlege. Das ist ein Luxus, kann man schon extra bezahlen für sowas. So, hier haben wir die Rumpfgruppe mit Blick auf das Verdichterrad, Blick auf das Abgasrad. Gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Ich habe mich schön eingesaut, super. Was uns gleich auffällt, ist hier ist der Anschluss für den Drehzahlsensor, das heißt in dem Fall der Verschluss. Ja, lässt sich drüber streiten. Also bei allen anderen Ladern muss man halt erst noch durchbohren, um zu sagen, okay, ich fahre einen Drehzahlsensor. Hier ist es schon vorbereitet. Für die, die keinen fahren, finde ich persönlich diese Kante extrem ungünstig. Weil wir haben ein anderes Video mal gemacht vor ewigen Jahren, wo man zeigt, wie man einen Drehzahlsensor im Garrett-Lader einbaut. Da ist das schön bündig und abgeschlossen. Hier, das ist jetzt, naja, ich persönlich finde es jetzt nicht so cool. Würde ich nicht haben wollen. Aber egal. Ganz am Rande gesagt, der Lader soll 660 PS bringen. Das gucken wir uns gleich nochmal in den Zahlen an und in dem Kennfeld.
Ja, Verdichterrad, ziemlich auffällig. Wir haben hier nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schaufeln. Gerrit GTX, wir erinnern uns, war so das absolute Highlight. 11 hochgezogene Schaufeln im Verdichterrad. Alle oben, keine kleinen Schaufeln drin. Sollte den perfekten Luftdurchsatz bringen. Gerrit rudert offensichtlich stark zurück und geht jetzt auf 9 Schaufeln zurück. Allerdings auch alle hochgezogen. Wir haben bei Bob Warner haben wir 6 plus 6, in dem Fall haben wir jetzt 9. Alle komplett oben. Es ist ein relativ neues Design, eine neue Geometrie, relativ offen gestaltet. Und wir haben, ich würde mal sagen, keinen klassischen Extended Tip. Wir haben deutlich höhere Schaufeln. Ich versuche das mal hier so ein bisschen zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber wir haben hier auf alle Fälle deutlich höhere Schaufeln als die klassischen Schaufeln, die man sonst so hat. Und keinen wirklichen Extended Tip. Man hat so eine leichte, ja, einen gebogenen auslaufenden Tip. Also es ist schon ein deutlich anderes Verdichterrad, welches das Geheimnis sein soll, warum die Lader so super laufen sollen. Abgasseitig gibt es jetzt ein neues Material. Das ist so das Pendant zu dem Gamma Titan von BorgWarner. MAM, glaube ich, war die Bezeichnung davon. Soll auch super leicht und extrem hitzeresistent sein. Also hier auch, wenn man einfach mal so ein bisschen reinschaut, extrem offen die ganzen Schaufeln, extrem groß gehalten. Groß und offen ist eigentlich immer so für, es ist die Möglichkeit da, viel Hubraum fahren zu können, beziehungsweise ein breites Spektrum an Hubraum. Ob das jetzt so das Geheimnis ist, keine Ahnung. Ja, soviel erstmal zu dem Lader. Ich würde sagen, wir gehen mal über auf die Zahlendaten und vergleichen das einfach mal so ein bisschen und gucken mal, was der Lader bringen soll in der Theorie. Schauen wir mal. Ja, hier im Gerrit-Katalog hat man nochmal so toll die Highlights der G-Serie. Was jetzt hier nochmal schön sehen ist, soweit werden wir jetzt den Lader nicht zerlegen, das Lager ist mit doppelten Kolbenringen vorne und hinten, also die Welle ist mit doppelten Kolbenringen sowohl vorne als auch hinten abgestützt. Soll eine bessere Öldichtigkeit und Stabilität bringen, muss ich jetzt leider wieder sagen, hat der BorgWarner-Lader auch, also der EFR-Lader. Insofern, naja. Das sind die zwei G25-Lader, die es jetzt gibt. Wir haben den G25-550, den G25-660. Wer sich wundert, wo das G25 herkommt, das kommt von 25 Jahre Gerrit. Sehr einfallsreich, aber naja. Die 660 und die 550 logischerweise sollen die maximale Leistung von den Ladern betiteln. Und danach kommen wir schon zu den klassischen GTX. Und ich würde hier als Pendant den 2867 einmal aufmachen. Und lege mir mal kurz einen Schlüssel rein als Seitenmerkmal. Wir haben hier die Werte Kompressor und Turbine, das heißt Verdichterrad. Einlass, Verdichterrad, Auslass. Was uns jetzt großartig auffallen wird, ist, wir haben einen 67er Auslass bei beiden Turboladern. Wir haben einen 50er Einlass und einen 54er Auslass bei dem G25 Turbolader. Also 50 GTX, G25, 54. Extrem groß für unsere Verhältnisse. Also deutlich größer als bekannt war bislang. Abgasseitig haben wir 54 mm Inducer, in dem Fall ist Inducer der Strom, ich zeige das mal ganz kurz, der Teil. Also beim Verdichterrad haben wir den Exducer hier unten, das ist der Austritt von der Luft. Einlass von der Luft ist Inducer, Austritt von der Luft ist der Exducer, das heißt Inducer, Exducer, kleiner Durchmesser, großer Durchmesser. Beim Abgasrad genau andersrum, wir haben den Eintritt von meinen Abgasen und den Austritt von den Abgasen hier. Das heißt, wir haben hier den großen und da den kleinen Durchmesser. Und hier ist es so, beim Abgasrad haben wir ein 54er Inducer, wie auch bei dem GTX, ein 49er Exducer und bei dem GTX ein 47er. Das heißt, der Trim ist auch hier nochmal komplett verändert und wir haben die Möglichkeit, durchaus mehr Abgase durchzubringen durch das Abgasrad von dem G25-Lader. Und rein theoretisch auch ein größeres Volumen für das Verdichterrad, wodurch der Lader schon deutlich mehr Leistung bringen soll. So, wir haben jetzt, wir gucken uns jetzt das mal so die Kompressormap an, ganz kleine Exkursion in Kompressormaps. Wir haben hier den Druckbereich des, also das ist der Verdichter, das Verdichterkennfeld auf Deutsch. Wir haben hier den Druckbereich. Hier muss man nochmal davon ausgehen,
Der atmosphärische Druck wird hier mit eingerechnet. Das heißt, ich muss hier ungefähr ein Bar, also wir rechnen mal ganz platt mit einem Bar, muss ich abziehen von den Drücken, die hier angegeben sind. Das heißt, wenn hier 2,5 Bar steht, heißt das 1,5 Bar Ladedruck. Damit bewege ich mich dann hier im mittleren Feld des Kennfeldes. Hier sieht man so ein bisschen so ein paar Prozentzahlen. Das sind so Performance-Zahlen. Die Linien, die wir hier haben, das sind die Drehzahlen von dem Turbolader. Und dann sehe ich hier, welche Luftmasse er in diesem Bereich fördert. Das heißt, ich kann Ladedruck abgleichen, die Drehzahl des Laders und wie viel Luftmasse gefördert wird. Jetzt sagt man ganz platt, je nach Effizienz etc. pp., sagt man ungefähr eine Luftmasse von 50 lbs pro Minute sind ungefähr 500 PS. So kann man eigentlich relativ platt rechnen. Man kann das so, ich sag mal so mit einem Faktor 10 bis 11 rechnen. Manche rechnen mit 10,3, manche mit 10,7, wie auch immer. Wenn man es ganz platt sagt, sagt man 60 lbs sind 600 PS. Jetzt gucken wir mal hier, das Kennfeld geht nach außen. Hier hinten habe ich den effizientesten Wert. Nach hier außen überreize ich den Lader, bringe ihn bis so an seine Leistungsgrenze sozusagen. Und jetzt sehen wir, das Kennfeld endet hier hinten. Das Kennfeld endet hier hinten bei 60 lbs. Gerrit gibt an 660 PS. Das ist das Ergebnis. Jetzt gucken wir mal bei dem GTX. Bei dem GTX-Lader endet das Kennfeld ungefähr bei 50. Gerrit gibt an 550 PS. Das heißt, rein von den Zahlenwerten, die ich hier sehe, passt das Ganze, wenn man denn jetzt diesen Wert mit diesem Wert vergleicht. Was wir nur jetzt, sage ich immer, noch nicht wirklich erwähnt haben, sondern erwähnen müssten, das ist Generation 2. Wir haben noch keine wirklichen Realitätswerte mit Generation 2. Deshalb hole ich jetzt einfach mal den alten Gerrit-Katalog aus dem Karton und zeige euch jetzt hier mal den klassischen GTX Generation 1. Der klassische GTX Generation 1 endet im Kennfeld so ungefähr, ich würde sagen, bei, naja, sagen wir mal 47, 48 lbs. Ich sage jetzt mal 48. Warum 48? Weil Gerrit hier diesen Turbolader mit 480 PS anbietet. Das heißt, merkwürdigerweise rechnet Gerrit hier mit einem Faktor von 10. Das heißt 48 lbs zu 480 PS. Im Generation 2 Lader mit einem Faktor von 11. Aus 50 lbs macht 550 PS. Beziehungsweise, wo ist er hin? Unser G25 aus 600 lbs macht 660 PS. Etwas merkwürdig. Wir haben leider keine Felderfahrung. Wir wissen, dass der GTX 2867 in der Generation 1, also dieser hier, durchaus diese 480 PS auch im realen Leben gebracht hat. Wir wissen aber nicht, was der GTX Gen 2 bis jetzt im realen Leben bringt, weil die auch relativ neu sind. Und wir lassen uns überraschen, was der Gerrit G25 Lader bringt. Wir meinen mal nicht wirklich so viel. Natürlich haben wir im Vorfeld, wo das ganze Thema G25 aufkam, schon mit Gerrit gesprochen und sagten auch, es sieht nach Kennfeld sehr merkwürdig aus, dass 660 PS erreicht werden sollen. Gerrit war so freundlich und sagte zu uns, in einem Feldversuch hatten sie einen, wir sagen mal, höchst effizienten Motor im Einsatz mit E100 und allem, was geht, um wirklich das Maximale rauszuholen, und damit sollen wohl 660 PS erreicht worden sein. Ob das für uns in der Realität funktioniert und auch für die Leute, die mit normalem Benzin fahren, das mag ich persönlich bezweifeln. Ich lasse mir gerne das Gegenteil beweisen. Ich würde sagen, Gerrit setzt hier einfach mal zahlenwertig deutlich höher an, um einfach gegen das, ja, ich sage mal, aufgekommene Top-Produkt EFR von BorgWarner anzukommen. Wenn sie es schaffen, ist gut. Und wie man so schön weiß, Konkurrenz befördert das, beflügelt das Geschäft, fördert das Geschäft. Und dann, ja, haben wir alle was davon, weil wir kriegen dann ständig neue Features und immer wieder neue Technik, um deutlich mehr Leistung zu fahren. Mit, logischerweise, deswegen kleine Räder, Top-Ansprechverhalten. Darum geht es effektiv. Ja, ich sage an der Stelle erstmal vielen Dank. Und wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Und ich sage dann mal, Channel liken. I'm gonna go get some more.